So, schönen guten Abend zur Spieltagspressekonferenz. 1:0 für den WRC, wir wollen immer die 2:0 wollen wir immer die beiden Trainer ein Statement abgeben lassen und dann eure Fragen bitte. Wollen wir mit dem Trainer der Gastmannschaft beginnen, Dirk Hübauer. Dirk, bitte kurz. Vorweg war es so, dass wir gewusst haben, zu Austria fahren, die waren im Aufwind und wir haben gewusst, dass es ein schwieriges Spiel werden wird. Was noch dazu gekommen ist, wir haben vor zwei Wochen in Wien ein sehr schlechtes Spiel abgegeben gegen Rapid und wir haben gesagt, dieses Mal fahren wir nicht noch wehren, dass wir ähnlich spielen und ich glaube, dass uns das ab der ersten Minuten wunderbar geglückt ist. Also wir haben erste Halbzeit, haben wir, glaube ich, die Austria kaum ins Spiel kommen lassen. Sie haben zwar so Halbmöglichkeiten gehabt, wo wir eigentlich den Ball präsentiert haben, aber da, das war jetzt auch kein Hunderter. Wir haben im Gegenzug das 1-0 gemacht, was natürlich sehr wertvoll war. Und eigentlich nur die letzten 15 Minuten haben wir sie zu weit reindrücken lassen. Aber nicht, weil der Druck so groß war, sondern weil wir da wieder ein bisschen so fusselig geworden sind. Und das wollten dann zweite Halbzeit ändern. Es war mir dann bewusst, dass zweite Halbzeit die Austria noch mehr versuchen wird, dass sie natürlich noch mehr Ballbesitz haben werden. Aber sie haben eigentlich jetzt nicht wirklich viel konkrete Dinge zustande gebracht, was für die Mannschaft spricht in der Defensive. Und ich denke sogar, wenn wir ab der 60. Minute, wo die Austria sehr, sehr viel riskiert hat, sehr viele Räume freigegeben hat, wenn wir da die letzten Bälle, den finalen Pass, besser gespielt hätten, bin ich fest der Überzeugung, dass das Spiel schon früher zwar nicht stehen können. Und so war es halt bis zuletzt dann immer ein Ding, es kann da immer was passieren, aber dass jetzt durchdachte Aktionen, habe ich jetzt von der Austria, war jetzt nicht der Fall, weil unsere Mannschaft sehr gut verteidigt hat, aber deshalb muss ich auch sagen, dass es für mich ein verdienter Sieg war und das ist nicht selbstverständlich bei der Wiener Austria. Danke dir. Trainer, dein Resümee, bitte. Ich denke, dass der Didi auch das ganz gut analysiert hat. Wir sind die erste Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Wir hatten zwar da noch mit dem Dani Reuer die Kopfballchance, auch die eine oder andere Möglichkeit, wo der WRC auch Fehler gemacht hat, zu Torchancen zu kommen. Aber erste Halbzeit bin ich überhaupt nicht zufrieden mit unserer Mannschaft. Da haben wir auch nicht so gespielt, wie wir uns das vorstellen. Wir haben das dann in der Halbzeit angesprochen. Zweite Halbzeit konnten wir mehr Druck aufbauen, hatten natürlich auch mehr Ballbesitz. Natürlich ist dann, wenn du vorne rein spielst und viel riskieren musst, weil du hinten bist, die Kontersituation gegeben für den Gegner. Das haben wir aber auch gut verteidigt. WRC hat sich heute wirklich sehr gut verteidigt, sehr gut präsentiert. Das 1:0 hat ihnen natürlich in die Karten gespielt. Wir wollten eigentlich, dass die Null steht und dass wir 1:0 in Führung gehen oder dass wir in Führung gehen. Wir konnten aber auch, wie wir Druck aufgebaut haben und viel Ballbesitz hatten, keine klaren Torchancen rausspielen. Und somit haben wir eigentlich geglaubt, dass wir im Aufwind sind, dass wir heute gewinnen können. Enttäuschende erste Halbzeit, zweite Halbzeit haben sich die Jungs dann besser präsentiert, aber wir konnten einfach keine klaren Torchancen rausspielen. Danke, meine Herren. Fragen bitte. Na gut, bei den Antwort. Du hast gesagt, ihr habt euch aufgrund dieser schwachen Vorstellung gegen Rapid vorgenommen, anders hier aufzutreten. Aber was genau war das eigentlich? Mutiger nach vorne zu spielen. Also nicht in die Positionen zum Stehen, sondern immer wieder die Austria anrennen. Das heißt also, wenn sie in unsere Höfen kommen, dass wir früher stören, damit wir auch gleich früher den Ball abfangen können und das dann in die Tiefe gehen kann. Das ist uns dieses Mal besser geglückt. Und natürlich, der Austria muss stehen, weil du weißt ganz genau, sie haben sehr gute Fußballer drin, sehr gute Techniker. Aber bei Techniker weiß man auch, dass den Wort das nicht lieben, wenn sie früh gestört werden. Und das haben sie heute um einiges besser gemacht. Wir waren mutiger. In jeder Phase des Spiels und das ist, glaube ich, das Entscheidende gewesen. Und das erste Tor darf ich nicht vergessen, es war wirklich eine Top-Situation, wirklich sehr gut ausgespielt und das war der riesige Unterschied gegenüber dem Rapid-Spiel. Clemens, bitte. Du hast richtig gesagt, wir waren im Aufwind in den letzten Spielen. Wie groß glaubst du, ist jetzt der Dämpfer? Ja, für mich persönlich ist es ein großer Dämpfer. Wir wollten wirklich das Spiel heute gewinnen. Wir haben uns sehr viel vorgenommen. Wir haben auch den WRC sehr gut analysiert. Wir hatten auch erste Halbzeit wirklich beste Möglichkeiten, vor allem auf unserer 10er-Position die Bälle besser reinzuspielen. Das ist uns nicht geglückt. Da haben wir auch zu viele Fehler gemacht durch die letzte Reihe spielen.
Wir haben das genau analysiert, wir wussten genau, was auf uns zukommt. Wir wussten auch, wenn der WRC angreift, dann über die Flügel. Das erste Tor ist so gefallen. Nach dem Rückstand war es schwer. Da hat sich natürlich der WRC dann noch mehr verteidigt bis zum Schluss. Und wir konnten leider auch zweite Halbzeit mit Druck keine Torchancen vorbereiten. Und ist für mich schon sehr enttäuschend, dass wir das heute vor allem in der zweiten Halbzeit nicht zusammengebracht haben. Alex, bitte. Einige von deinen Spielern meinen, dass ihr außerhalb von Kärnten ein bisschen zu wenig gewürdigt werdet für eure Leistungen, dass viel auf Lauf oder Glück aufgebaut ist bei deinen Analysen. Wie siehst du das? Bei wem? Was Analysen? Bei den Analysen von okay, den Medien. Aber meiner, ich trifft das nicht zu. Also ich sage so, natürlich ist es so, dass natürlich der Fokus auf Wien liegt, das ist ganz klar, und auf die Spitzenclubs und Austria Rapid und Salzburg sind Spitzenclubs, aber ich habe meinen Spielern schon gesagt, wir haben jetzt die Möglichkeit, mit unseren Spielen zu zeigen, dass wir eine gute Mannschaft sind, und das ist ganz gleich, ob man jetzt von Burgenland ist, Mattersburg jetzt auch früher sagt, ob man jetzt von Grödig ist oder ob man jetzt ist von BRC, von Kärnten, die Jungs, ist so. Sie, mit ihren Siegen und ihren Leistungen werden sie jetzt den Bonus einmal abkassieren. Aber die Wort ist die, es geht nur über Leistung. Und jetzt natürlich ist es so, dass man uns schon kennt, außerhalb von Kärnten. Und nur, wie gesagt, nächste Woche und in zwei Wochen haben wir das nächste Spiel. Und das ist mir wichtiger wie die Würdigung. Gut, weitere Fragen? Ja, bitte, Alex. Der Rückstand auf dem WRC ist schon 15 Punkte. Wie unangenehm wird das jetzt in Richtung Europacup, dass die Meier anstrengt? Wenn das sind 15 Punkte, ist schon. Nee, ich glaube, dass wir überhaupt nicht jetzt auf den WRC schauen. Das haben wir auch vorher nicht getan. Der Rückstand auf den WRC sind 15 Punkte. Und. Noch einmal, wir haben uns heute sehr viel vorgenommen. Wir haben eine enttäuschende erste Halbzeit abgeliefert. Wir waren in der zweiten Halbzeit in der Lage, Druck auszuüben. Wir wollten unbedingt das Spiel gewinnen. Das hat man auch gesehen. Die Jungs haben sich auch entsprechend dann positiver präsentiert. Wir konnten keine Torchancen rausspielen, die uns zu Tormöglichkeiten geführt hätten. In der Situation, wo wir jetzt sind, braucht man nicht auf den WC schauen. Das ist ganz klar. Noch irgendwelche Fragen? Gut. Wenn nicht, dann danke und danke fürs Wochenende.